Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Lesemonat. Wir sind heute im März und ich habe richtig viele tolle Bücher mit euch zu besprechen. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal Sabrina Mütze und ihr dürft mich Mütze nennen. Ich habe im März geschafft, viele Bücher zu lesen, die schon sehr lange auf meinem Sub sind. Ich habe mir die einfach mal angenommen und gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Und so ist das Buch schon ja gut 1,5 Jahre auf meinem Sub, ist auch schon lange in der Rache aufgetaucht und ich wollte es immer lesen und ich habe wirklich gedacht, wenn es zu mir kommt, werde ich das sofort lesen und habe ich natürlich nicht getan, aber ich weiß, warum es so lange bei mir war, denn das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Und zwar spreche ich von Larry Browns Faye. Ich habe auch noch Joe auf dem Sub liegen, beziehungsweise das lese ich gerade. Und also mein gerade ist ja Mai und ich hoffe, das dann auch im Mai lesen zu können. Und ich hoffe, dass es mir genauso gut gefällt wie Faye. Also Larry Brown ist ein amerikanischer Schriftsteller, der mittlerweile leider schon verstorben ist, sehr jung. Genau, 51 ist er in Oxford, Mississippi geboren und wie gesagt, mittlerweile schon verstorben. So viel ich weiß, sind auch nur zwei seiner Werke ins Deutsche übersetzt worden, einmal Faye und einmal Joe. Und Faye sollte das bessere Buch sein und deswegen habe ich damit angefangen und ich weiß noch nicht, ob man die beiden Bücher unabhängig voneinander lesen kann, wahrscheinlich schon. Ich habe auf jeden Fall schon so viel gelesen, dass ich sagen kann, dass Joe so ein bisschen an dieses Universum angelehnt ist und dass die beiden sich auf jeden Fall kennen. Worum geht's eigentlich in Faye? Faye ist ein 17-jähriges Mädchen, das im Hinterland, so steht es zumindest hier beschrieben, von Mississippi wohnt. Also einem Gebiet von Mississippi, wo es sehr viel Armut gibt, wo es sehr wenig Schulbildung gibt und durch sehr viel Ackerbau auszeichnet. Und da arbeiten die Menschen dann zum Mindestlohn. Gibt es ja da nicht, aber zu sehr, sehr wenig Geld und auch schon sehr junge Menschen arbeiten dort mit, genauso auch Faye und viele ihre Geschwister. Sie lebt dort mit ihren beiden Geschwistern und einem sehr gewalttätigen und oft stark alkoholisierten Vater. Und als er dann beginnt, Annäherungsversuche bei Faye zu machen, reist sie aus mit nur $2 in der Tasche und ein paar Habseligkeiten, ein paar Klamotten, einen Kamm, was sie halt so hat und trampt. Und ja, man kann eigentlich kaum hinsehen bei dem Buch. Man möchte sie ständig schütteln und für alle Entscheidungen fast, die sie trifft, sagen, nein, tu es nicht. Trampe nicht, steige nicht bei dem ins Auto ein. Und Faye wurschtelt sich dann so durch Mississippi durch, bis sie an der Küste von Biloxi ankommt. Und schon auf dem Weg dorthin hat sie sehr viele Bekanntschaften gemacht, sehr viele Männer, die immer wieder versuchen, sich ihr anzunähern. Und ja, es ist einfach eine Geschichte, wo man sich wünscht, dieses Mädchen adoptieren zu können und sagen, komm in die Sicherheit, geh nicht weiter. Da draußen kann so viel Schlimmes passieren und es passieren auch wirklich schlimme Sachen in dem Buch, aber man kann es, finde ich, trotzdem immer noch lesen, weil diese Sachen oft nur angedeutet sind, aber sie langen vollkommen aus, um den Schrecken ihrer Welt zu zeigen. Ich finde, Faye ist sehr realistisch gezeichnet. Ich hatte wirklich das Gefühl, sie kennenzulernen. Sie wird im Laufe des Buches vielschichtiger. Man versteht ihre Entscheidungen, ihre Gedanken. Sie ist einfach ein Mädchen, das überhaupt keine Perspektiven hat, das überhaupt nicht weiß, wo es hingehen kann. Sie weiß nicht mal, dass es Anlaufstellen für irgendwelche Dinge gibt. Sie hofft einfach, immer weiter zu gehen und irgendwann an einen besseren Ort zu kommen. Und
es ist einfach so arg, wie sie durch alle Raster der Gesellschaft durchrutscht und wie sie es aber dann trotzdem immer wieder schafft, aus diesen Situationen rauszukommen. Und ja, also ich habe sehr, sehr viel über Faye nachgedacht und ich habe auch ein bisschen Zeit jetzt gebraucht, damit ich nicht gleich das andere Buch hinterher schiebe, weil ja, es ist einfach emotional total schwierig, es ist eine Achterbahnfahrt und zum Ende hin wird es auch ganz schön actionreich und es passiert nochmal richtig viel und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Aber mir hat es, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen, weil ich einfach eine Schicht von Menschen kennengelernt habe, die überhaupt nicht in Bezug zu meiner Welt stehen, wo es nicht mal Dokus über solche Menschen gibt, die einfach wirklich durch jedes Raster fallen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich möchte, das ist aus dem Heine Hardcore Verlag, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, genau. Und da möchte ich auf jeden Fall mal schauen, ob es da noch weitere solche Titel gibt. Wenn ihr meine Videos schon ein bisschen verfolgt, wisst ihr, dass ich letztes Jahr den großen Gatsby sehr gefeiert habe und ich mir vorgenommen habe, mehr von dem Autoren zu lesen. Und so habe ich auch Die Straßen der Pfirsiche von Fritz Gerald gelesen in dieser wunderschönen Ausgabe. Das ist aus dem Aufbau Verlag. Meine Ausgabe ist aus dem Aufbau Verlag in dieser wirklich, wirklich wunderschönen Auflage in Leinen gebunden. Also ich habe mir das bei Rebuy gebraucht gekauft, aber neu kostet, glaube ich, auch nicht die Welt. Und ich liebe das einfach, wenn man das Gefühl hat, dass Bücher mit ganz viel Liebe gebunden sind und ja, eine schöne Aufmachung haben. Und diese Aufmachung passt so gut zu diesem Buch. Es ist eine kleine Novelle und hier geht es um das Ehepaar selber. Fritz Gerald schreibt über seine geliebte Frau Zelda, wie sie eines Morgens sagt, ach, sie würde gerne nach Alabama zu ihrer Familie, um dort Pfirsiche zu essen. Und so machen sie sich in einem alten, klapprigen Auto, wo jeder sagt, fahrt nicht damit, verschrottet die Karre, los durchs Land. Und ja, dieses Auto gewinnt man auch mit der Zeit etwas lieb. Es hat so seine Macken und Eigenheiten, bleibt immer wieder liegen, muss repariert werden. Und dadurch kommen die beiden mit allerhand Menschen in Kontakt, die ihr auf ihrem Weg liegen, die ihnen helfen, sowohl das Auto zu reparieren, aber ihnen auch Unterkunft bieten. Und das ist ja, ein ganz leichter Roadmovie, er ist nicht zu ernst gemeint, es ist einfach, ja, es ist so ein kleiner Ausschnitt der beiden, wie sie, man könnte schon sagen, ihr Honeymoon verbringen. Es sind einfach wieder diese goldenen 20er, die hier so durchkommen, die man so liebt und ja. Hier kommt ganz viel Liebe der beiden durch. Ich habe mich auch nochmal viel mit diesem Paar befasst. Und so als kurzen Side-Fact, es ist mittlerweile auch bekannt, dass Zelda nicht nur großen Einfluss auf seine Werke hatte, sondern wahrscheinlich auch noch einiges selber geschrieben hat, beziehungsweise sich F. Scott Fritz Gerald an Zeldas ja, Ideen bedient hat und das wohl nicht so knapp, aber die 20er waren halt einfach eine Zeit, wo Frauen noch nicht so mündig waren wie heutzutage und wo man gesagt hat, Bücher verkaufen sich besser, wenn ein männlicher Autor draufsteht. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum er vieles mit einem F abgekürzt hat und nicht seinen vollen Namen immer genannt hat. Ja. Eine große Empfehlung, ich hatte da sehr, sehr viel Spaß damit. Dann bleiben wir in den 20er Jahren, aber diesmal nicht in den USA, sondern hier in Deutschland und zwar in Berlin. Und ich habe eine wunderschöne Ausgabe aus der Büchergilde, genauso schön wie die Straßen der Pfirsiche und zwar von Christopher Eichewood, Leb wohl Berlin. Aber das Buch ist ein ganzes Stück größer, also wenn das die Straßen der Pfirsiche waren. Das hat einiges mehr an Pulver.
an Futter. Und zwar ist das ein bisschen ein autobiografischer Roman, das wusste ich vorher gar nicht, von Christopher Isherwood. Er hat in dieser Zeit nicht nur gelebt, sondern auch viele Geschichten aus diesem Roman selber erlebt. Man kann aber nicht richtig sagen, dass es ein Roman ist, sondern es ist eher eine zusammenhängende Kurzgeschichtensammlung, würde ich sagen. Im ersten Kapitel erfährt man viel über die verschiedenen Mitbewohner und diese verschiedenen Mitbewohner kommen auch immer wieder in den Geschichten vor. Es ist aber nicht so, dass man ja wie an einem Roman so einen roten Faden erwarten kann. Man kann schon erkennen, dass diese Geschichten eben lose miteinander verbunden sind, weil sie oft in den gleichen Schauorten, mit den gleichen Menschen spielen, aber man könnte auch jede Geschichte für sich selbst lesen. Grundsätzlich hat mir das Buch von der Atmosphäre gut gefallen. Es ist Ende der 20er Jahre, es ist in Berlin und man spürt, dass die Menschen eigentlich noch vom Ersten Weltkrieg gebeutelt sind, aber dass sie einfach ausbrechen möchten, dass sie feiern möchten, dass sie die Tristesse verlassen möchten. Aber man spürt auch schon den Druck der Nationalsozialisten und man spürt eigentlich hier schon, dass ein neuer Krieg ja, in Anmarsch ist, dass man wohl nicht drumherum kommen wird und so versucht man einfach das Beste aus der aktuellen Situation herauszuholen. Mir hat sehr gut gefallen, dass es so ein bisschen schwarzen Humor gibt, dass man so verschiedene Überlebensstrategien kennenlernt und vor allem hat mir die Protagonistin Sally gefallen, die einfach ein bisschen Schwung reinbringt, die so ganz untypisch ist, die so dieses Flapper Girl, der 20er Mädchen ist, ein Showgirl, wo mehr Schein als Sein eigentlich dahinter ist, aber mit der es einfach Spaß macht zu leben, die impulsiv ist, die viele Ideen hat. Und das hat für mich das Buch ausgemacht. Es war stellenweise ein bisschen langatmig und ich hätte mir mehr diesen Party-Vibe gewünscht dieser Zeit und hätte gerne noch mehr Mäuschen gespielt bei den ausgelassenen Partys, aber ich habe mich nichtsdestotrotz super amüsiert und allein schon, um Sally kennenzulernen, ist dieses Buch ein Besuch wert. Bleiben wir bei der Büchergilde. Wie gesagt, ich habe ja versucht, einige ältere Titel, die schon länger bei mir sind, zu lesen. Und so auch habe ich die beiden Bücher der Weltempfängerreihe gelesen. Falls es hier auf meinem Kanal noch jemanden gibt, die diese Reihe nicht kennt, die Büchergilde veröffentlicht jedes Quartal ein Buch aus einem Land, das nicht Europa und nicht die USA sind, hauptsächlich Südamerika, Afrika und Asien. Und so ist eben auch dieses Buch aus Kuba bei mir eingezogen. Und das fand ich besonders spannend, weil ich schon mal auf Kuba war. Und natürlich bis heute spürt man den politischen Druck, dem diese Insel ausgesetzt ist. Und obwohl sich Kuba die letzten Jahre stark geöffnet hat, ist dieses Land einfach immer noch ein Land mit sehr viel Brisanz. Und natürlich bekommt man als Touri nicht einen Hauch davon mit, was wirklich in dem Land vorgeht. Deswegen bin ich diesem Buch sehr dankbar, dass ich da mehr Einblick hatte, muss aber dazu sagen, dass dieses Buch definitiv nicht für jedermann etwas ist, weil hier werden wirklich die schlimmsten Fälle, wie mit Menschen umgegangen wird, behandelt. Als erstes Mal ist es von Angel Sintisteban. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Stadt aus Sand. Und der Autor selbst ist auf Kuba verboten. Und dieses Buch ist tatsächlich in Deutschland das erste Mal erschienen. Der Autor war längere Zeit im Gefängnis und ist nur auf politischen Druck von außen freigekommen. Also dieses Buch zeigt wirklich sehr viel der Lage der Menschen vor Ort aus und auch sehr viel Kritik natürlich an der kubanischen Politik.
Es sind 13 Kurzgeschichten. Es ist jetzt für mich natürlich schwer, euch da was zu erzählen, weil jede Geschichte für sich steht. Die Geschichten sind nicht besonders lang und es ist jetzt natürlich schwierig, da einen Rundumblick zu geben. Aber ich würde vorschlagen, ich stelle einfach mal ein bisschen die erste Geschichte näher vor. Die hat mich auch sehr, sehr mitgenommen und ja, dann könnt ihr vielleicht wissen, ob dieses Buch etwas für euch ist. Und zwar geht es in der ersten Geschichte um mehrere Prostituierten, die sich zusammen ein Zimmer teilen. Prostitution ist in Kuba verboten und deswegen schlüpfen die Mädchen, wenn es dunkel wird, aus der Wohnung raus, gehen dort arbeiten. Wenn sie zurückkommen, geben sie einen Großteil ihres Geldes der Vermieterin und müssen auf jeden Fall vor Sonnenaufgang wieder im Zimmer sein. Und das Zimmer selber ist auch abgedichtet, sodass kein Sonnenstrahl hineinfällt, damit eben die Nachbarn keinen Verdacht schöpfen. Wenn die Mädchen nach Hause kommen, gehen sie ihren Träumen und ihren Sehnsüchten nach. Sie spielen, dass sie heiraten. Und das zeigt einfach schon allein, wie unglaublich schlimm die Lage für diese Menschen sein muss, die keine Hoffnung haben, jemals das Tageslicht zu erblicken, die anfangen, irre zu werden, weil sie einfach nur eine Sekunde einen Sonnenstrahl auf sich spüren möchten, mal wieder Tageslicht zu sehen. Und das muss einfach eine unglaubliche Folter und ein unglaublicher Psychodruck sein, so leben zu müssen. Und gleichzeitig sind das einfach junge Mädchen, die voller Hoffnung sind, hoffen, aus dieser Situation irgendwann mal wieder rauszukommen und im Grunde wissen, dass sie da wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Und ja, diese Geschichte nimmt einfach so jegliche Hoffnung. Es ist so, als würde man in eine Box gesperrt werden, alles verriegelt, zugemacht und es kommt kein Laut, kein Licht von außen rein und man ist einfach nur in dieser Box eingesperrt und diese Geschichten nehmen einfach einen wirklich den Atem und ja, diese Geschichten können auch noch schlimmer werden. Also, große Empfehlung. Es ist nichts, was man einfach mal liest. Wer sich mit dem wahren Kuba beschäftigen möchte, für den ist das eine richtig große Empfehlung. Dann habe ich ja schon gesagt, wir bleiben bei der Büchergilde. Und zwar reisen wir diesmal nach Curaçao. Frank Martinos Arions doppeltes Spiel. Ja. Das Buch startet eigentlich ganz romantisch unter einem Tamarindenbaum mit vier Männern, die sich zum Dominospielen verabredet haben. Und diese Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Also wir haben hier einen Taxifahrer, der es kaum schafft, seine Familie über die Runden zu bringen. Einen Mann, der einfach nicht sesshaft werden möchte. Einen anderen, der seine Besitztümer für sich behält und sich der Gesellschaft nicht offen zeigt und dann das genaue Gegenteil. Ein Mann, der mehr sein möchte, der nach Höherem strebt und Gerichtsdiener ist und für quasi einen Einheimischen auf der Insel es ganz schön weit gebracht hat. Curaçao ist von den Niederländern besetzt. Es gibt sehr viel Öl auf dieser Insel und deswegen gibt es auch durchaus Geld, die aber natürlich bei den Einheimischen kaum ankommt, sondern von den Weißen wieder mitgenommen wird. Und ja, jeder hat so seine eigenen Geheimnisse dieser vier Männer. Wir erfahren auch etwas über die Familien, über die Frauen, über die gesellschaftlichen Zwänge, aber vor allem ein Wunsch davon, mehr zu sein, nach mehr zu streben und immer wieder wird natürlich die Kolonisation thematisiert, kritisiert und versucht eine Lösung zu finden, wie man aus der ganzen Sache wieder rauskommt. Eigentlich spielt das ganze Buch innerhalb eines Tages, aber es gibt verschiedene Rückblicken, sowohl an dem Tag, bei
an dem Tag als auch die weiter zurückgehen. Man springt bei jedem Kapitel in eine andere Person rein. Am Anfang fand ich, dass es ein bisschen viel Personen sind, aber mit der Zeit lernt man die kennen und man kommt rein. Ja, also für mich war das jetzt nicht, für mich war es kein Highlight, aber auch kein Flop. Es hat mir die Probleme von Curaçao näher gebracht und ich habe tatsächlich mal nach Dokus gegoogelt und da findet man so auch gar nichts. Also wenn ihr da was habt, ich würde mich da interessieren dafür. Und so muss ich das natürlich alles ein bisschen hinnehmen, was mir hier der Autor gibt. Ich habe relativ wenig Informationen über die politische, über die aktuelle politische Lage gefunden. Es ist halt einfach eine wirklich sehr, sehr kleine Insel. Ja, aber auch hier ist es wieder eine Riesensauerei, was hier mit den Einheimischen gemacht wird, mit Menschen, die sich nicht wehren können, die einfach versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und ja, das Buch spitzt sich zu, es wird immer heißer an dem Tag und auch die Stimmung lädt sich auf. Es passieren ganz viele kleine Schauplätze und Geschichten und das ballt sich dann in einem zusammen. Es ist durchaus spannend, aber auch an manchen Stellen ein bisschen langatmig. Ja, wenn es euch interessiert, vielleicht mal nach einer Leseprobe schauen. So, dann hatten wir ja schon einige Kracher, aber mein eigentliches Highlight ist ein Band 2 und zwar von Jessica Townsend, Nevermore, das Geheimnis des Wunderschmieds. Ihr habt ja gesehen schon, ich habe den ersten Teil gelesen, war begeistert, habe dann gar nicht warten können, bis der zweite angekommen ist, habe ein Stück Hörbuch gehört, habe mich dann gefreut, dass es angekommen ist, habe es gelesen und beim dritten wieder das Gleiche. Ich konnte auf den dritten nicht warten, habe ein bisschen Hörbuch in der Zwischenzeit gelesen und ich habe auch schon den dritten Teil beendet. Ich finde alle drei Teile total wundervoll. Man kann leider so wenig sagen über diese Geschichte, weil man so sehr spoilern würde. Aber falls es für euch interessant ist, es geht hier um Morrigan Crow, auf der ein Fluch lastet, die eigentlich denkt, dass sie zum Tode verurteilt ist und sich dann in der Nacht ihres Todes eine ganz neue Welt offenbart. Und ich liebe einfach diese Geschichte mit diesen vielen wunderbaren Figuren, mit dem wie, ja, man kann nicht sagen Magie, aber ja, es nennt sich eben Wunder. Geht hier eben um das Geheimnis des Wunderschmieds und in diesem Buch gibt es keine Magie, sondern Wunder und es ist total schön verarbeitet, wie sich das Wunder so durch die Geschichte webt und spinnt und ja, yeah. Ich würde mir für ganz, ganz viele Teenies wünschen, dass sie das Buch lesen, weil es ein Hoch auf die Freundschaft ist, auf das Zusammensein, das Zusammenhalten, auf das Anderssein und trotzdem miteinander sein. Und ja, ich liebe dieses Buch sehr und ich hoffe, dass der vierte Teil bald kommt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Und weil es Februar war, haben wir im weitesten Sinn ein Buch mit Liebe gesucht, mit ein bisschen auch Spice drin. Und da haben wir uns für Game On, Mein Herz will dich von Kristen Callihan entschieden. Das erste Band einer Reihe mit, es sind alle schon draußen, genau. Es gibt 4 Teile. Und ja, ich finde, das Buch fängt sehr, sehr stark an. Es geht um Anna Jones und Drew Baylor. Anna Jones ist sehr, sehr ehrgeizig. Sie möchte einen wirklich guten Abschluss und sich eigentlich von der Liebe nicht ablenken lassen. Und Drew Baylor ist natürlich der Star Quarterback. Wie soll es anders sein? Und verliebt sich schockartig in Anna. Anna. Ich finde das erste Kapitel, das fängt richtig, richtig stark an. Das ist das erste Kapitel, beziehungsweise ich glaube die ersten 2, auf jeden Fall ist es von
beiden Sichten geschrieben, wie die beiden sich kennenlernen. Sie treffen in einem Hörsaal aufeinander und Drew möchte eigentlich nur nett zu ihr sein und sie versteht das völlig falsch. Und es ist aber nicht so, dass da ein Missverständnis entsteht durch Nichtkommunikation, sondern es entsteht ein Missverständnis aufgrund der eigenen Prägung und eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das fand ich eine super spannende Ausgangslage. Das Buch lässt dann aber leider, finde ich, stark nach. Es ist okay, die Charaktere entwickeln sich etwas. Es ist halt eine Teenie-Romanze, eine Teenie-Sport-Romanze. Wer sowas mag, der ist da mit Sicherheit richtig gut aufgehoben. Ab Seite 50 geht's auch schon ordentlich zur Sache. Ist spicy, sind ganz nette Szenen, aber nichts, was man nicht irgendwie schon woanders gelesen hat. Grundsätzlich würde ich sagen, ist ein durchschnittliches Buch. Wie gesagt, wer dieses Genre mag, der wird das mit Sicherheit gut finden. Aber wer in dem Genre nicht zu Hause sind, für den würde ich einfach ein anderes Buch empfehlen. Und zum Schluss kommen wir noch zu einem Buch, das ich abgebrochen habe. Das Buch ist mal in einer Bücherkiste zu mir gekommen. Ich habe 30 Bücher bei eBay bestellt. Das einfach verschiedene Genres, verschiedene Bücher. Da wusste ich natürlich von vornherein, dass nicht alle 30 Bücher etwas für mich sein würden. Aber bei diesen dachte ich's. Und zwar ist das ein Familienroman aus Brooklyn von Rich Cohen, Sweet and Low. Und zwar hat hier Richard Cohen seine eigene Familiengeschichte niedergeschrieben. Hier geht es um seinen Großvater, der jetzt grundsätzlich nicht das Rad neu erfunden hat. Aber er ist Restaurantinhaber gewesen und auf die Idee gekommen, dass man Zucker in so kleine Tütchen abfüllen könnte, die quasi pro Kaffee vorportioniert sind, um einfach einen hygienischeren und einfacheren Alltag in dem Restaurant zu haben. Und grundsätzlich finde ich sowas immer total spannend. Also Kinder, die erzählen, wie ihre Großeltern zu Ruhm und Reichtum gekommen sind, wo die Probleme waren, wie die ersten Einfälle waren, wie die Familie, wie sie gewachsen ist, wie dann sich die Einflüsse verändert haben, wie vielleicht auch eine aktuelle politische Lage alles in einem Unternehmen umgebrochen hat. Aber ja, hier wird leider weniger der Fokus auf die Firma gelegt, als mehr auf die Familienfehde. Es sind alle miteinander verstritten. Es geht kaum um die Firma. Schreibstil war okay. Was ich cool fand, dass relativ viele Bilder immer wieder von der Firma oder von der Familie dabei war. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber es hat mir einfach nicht so gut gefallen, als dass ich da noch weiter hätte lesen wollen. Ich habe dem Buch 9 Kapitel Zeit gegeben, habe 100 Seiten gelesen und vielleicht wäre noch gekommen, was ich mir gewünscht hätte, aber am Ende war es mir dann einfach eine zu persönliche Familienfehde. Und ich habe beim letzten Mal ja auch schon einen Aufruf gestartet, wenn ihr solche Bücher habt, wo es einfach um das Aufstreben einer Geschäftsfamilie oder auch um den Fall einer Unternehmerfamilie geht, dann gerne her damit. Ich würde da super gerne mehr gute Bücher davon lesen, aber das war leider für mich ein Flop. Ich habe, finde ich, mit 7 Büchern und einem Abbruch richtig viel gelesen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich im März zu so viel komme, obwohl wir so viel krank waren. Aber ich freue mich, dass ich euch vor allem auch so viele Highlights für mich vorstellen konnte. Natürlich würde mich am Ende noch interessieren, was waren eure Highlights? Lasst mal euer liebstes Buch aus dem letzten Monat da. Ich würde mich ganz auch freuen. Und ja, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist, mein herzliches Dankeschön. Ich freue mich sehr. Und dann, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!